So, dann schauen wir uns noch ein paar Details an. Hier haben wir die Stretchlimousine mit Innenbeleuchtung von unserem Disco Charlie. Das Café Corner habe ich auch beleuchtet, inklusive dem Hotelschild. Allerdings fällt es auf, dass die Inneneinrichtung im Erdgeschoss fehlt. Ja, da muss man das überlegen. Und natürlich waren unsere Gärtner fleißig und haben die große Grünanlage begrünt und bepflanzt, Blumen gesät. Vor unserer Straßenbahnhalle soll hier noch ein Mitarbeiterfest zur Einweihung der neuen Halle entstehen, mit Hähnchengrill, Bierzeltbänken und jeder Menge Leute. So, und noch ein Blick ins Kino. Und auch noch ein Blick ins Restaurant. Da kann man den Deckel aufmachen. Und dann müsste man vielleicht auch den beleuchteten Dönerspieß sehen. Ach ja, und beim Feuerwehrhaus kann der Besucher natürlich auch noch Feueralarm auslösen, indem er wieder mal ein Knöpfchen drücken muss. Und dann leuchten hier die blauen Blinklichter. Und jetzt habe ich die Lampen umgestellt. Schauen wir, ob man diese Straßenbahnhaltestelle jetzt besser sieht. So, das war's dann fürs Erste. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr vielleicht schreiben würdet, wie euch das Ganze gefällt, was man vielleicht noch besser machen kann, irgendwelche Ideen. Und es wird sicherlich noch einige Filmchen geben, wo ich euch die Veränderungen und die Erweiterungen vorstelle. Dann viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal.